Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2. Sehr geehrt, was ist das denn für ein bescheuerter Labe innen und außen? Okay, offensichtlich eine der neuen Maps. Innen und außen. Fuck. Ja, ich habe relativ lange wieder kein StarCraft 2 gespielt. Eigentlich hatte ich gestern einen Aufnahmetermin mit Zalrock, aber der musste leider ausfallen, weil Zalrock kurzfristig abgeordnet wurde. Zu arbeiten musste, anstatt Urlaub zu haben. Was ein bisschen doof ist, weil ich eigentlich meine Folgen darauf ausgerichtet habe, dass wir aufnehmen können. Aber hey, so kommt ihr in den Genuss von Antigen 1. Ich weiß, das wollen sowieso viel mehr Leute sehen, aber ich ja, bin da motivationstechnisch nicht ganz so dahinter aktuell. Ich hoffe, dass das nächste Woche ein bisschen besser wird. Nächste Woche. Ja, wie ich im Discord auch schon angekündigt habe und auf YouTube glaube ich auch, wahrscheinlich ein Stream. Ja. Also, zumindest entweder nächste Woche oder übernächste Woche wird es einen Stream geben. Ich weiß noch gar nicht, ob auf YouTube oder auf Twitch. Das muss man noch mal gucken. Wann genau müssen wir auch noch gucken. Während der Woche auf jeden Fall, denn an den Wochenenden dazwischen kann ich leider nicht. Aber ich denke, ja, mal gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass es nächste Woche schon geht. Irgendwann im Laufe der Woche. Haltet da ruhig die Augen offen und freut euch drauf. So, ansonsten aktuell eher schwierig mit StarCraft 2 Motivation, muss ich ganz ehrlich zugeben. Wenn ich nicht wenigstens im Hintergrund über irgendwelche ESC-Geschichten rumnörden darf. Aber das möchte ich ja hier in dieser Serie nicht, sondern nur im 2 gegen 2. Von daher konzentrieren wir uns aufs Spiel. Zerg gegen Zerg und ich bin nicht warm. Das kann ja heiter werden. Wir sehen aktuell keine Linge, aber er weiß, also wenn er gut wäre, könnte er auf jeden Fall meine Linge meinen Overlord umlaufen. Weil er ja mit seinem Overlord gescoutet hat. Aber es ist eine Hedge First, ganz normal, alles kein Thema. So. Du bleibst hier stehen. Ich weiß gar nicht, wo sind denn hier so sinnvolle Wege? Hier nehme ich mal an, das ist ein sinnvoller Weg. Oder hier auf diesem Rocks-Gedöns. So, Speed. Zwei Dinger rennen mal nach vorne. Wir holen uns mal eben. Sechslinge tatsächlich. Gut. Queen. Ich müsste jetzt die Echse nehmen. Mal ein paar mehr Drohnen. Schlecht. So, können wir die wenigstens nachbauen hier, während wir gerade Supply-Blocked sind. So, wir selber wissen natürlich hier gar nicht so viel, was mir nicht so gut gefällt. Warum sind hier die Drohnen noch so ausgerichtet? Das ist nicht gut. So. Warum kommt hier keine dritte bei ihm? Macht mir ein bisschen Angst. Wir nehmen hier tatsächlich Roach-Upgrades. Und sollten auch gleich den Leertag nachnehmen. Zwei, drei. Warum ist hier keine dritte? Und er weiß ja auch, dass ich eine dritte habe. Er hat einen Roach schon. Aber das heißt ja nicht wirklich viel. Aber ich pumpe jetzt tatsächlich mal Roaches.
Komlinge. Slowlinge wohlgemerkt. Schade. Ich hatte gehofft, wir kommen da einmal durch, aber war vielleicht auch ein bisschen vermessen. Die Frage ist halt, er könnte halt auch auf Mutas gehen früh. Da kommen weiterhin Slowlinge. Das spricht eigentlich hart für Mutas. Aber er hat 1-0er Linge-Upgrade. Das spricht gegen Mutas. Da sind sie aber trotzdem. Okay. Bin halt ein bisschen spät dran, was mein Zeugs hier betrifft. Wann ist denn mein Dings hier endlich da? Boah, er verliert aber viel gegen das. Das sollte er nicht tun. So, Leertech ist durch. Zwei. Schicken den nach vorne. Boden. Weil der kann ja eigentlich gerade nur was mit seinen Mutas machen. Deshalb machen wir jetzt mal einfach eine harte Drohrunde hier. Du bleibst hier. Wo sind denn hier meine Einheiten, die ich hier habe? Das läuft hier nicht so gut. Bleib mal bitte hier. Nein, das war nicht der Plan. Habe ich eigentlich keine hier gehabt. Wir haben jetzt Roach Speed. Das hätte ich halt viel früher gebraucht. Jetzt bin ich sogar Supply Block. Wie kann ich denn jetzt Supply Block eigentlich sein? 1-0. Oh, müsst ihr jetzt hier spawnen? Warum bin ich Supply Blocked? Hä? Das verstehe ich nicht. Wir haben jetzt gleich 2-2, wir werden natürlich dann quasi all in müssen. Ich weiß nicht, warum ich hier wieder Supply Blocked bin. Ich habe doch so viele Overlords inzwischen gemacht. Ich habe aber nicht das zweite Hydra Upgrade, oder? Nee. Ja, aber jetzt 2-2. Wir hätten hier mal eine Dings bauen müssen. Und wir brauchen jetzt nochmal langsam hier wirklich. Ja. Oh, ein Baning, was denn daher? Ja, natürlich nicht so geil. Mal wieder zu. Nur 1-0. Er hat eigentlich gar nichts. Aber er hat halt eine Echse. Das ist das Problem. So, wir müssen jetzt hier raus. Hilft nichts.
hab wieder keine etwas nachgebaut, weil ich auch kein Gas hab. Nein, könnt ihr da denn, warum rennt ihr denn da noch dreimal durch? Also manche Sachen verstehe ich halt echt überhaupt nicht. Ja, das hätte ich nicht verlieren müssen. Das habe ich echt nicht gut ausgespielt. Ich glaube, viel lag daran, dass ich ewig supply-blocked war an der falschen Stelle. Wer der Armee, ja, das ist aber ziemlich misleading, weil er hat halt Linge hauptsächlich und Mutas. Er hat einfach ein paar mehr, und ihr seht ja, er hat ja gar nichts für gehabt an Drohnen. War nicht gut gemacht von mir. Aber hey, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr steht beim nächsten Video vorbei, hier übrigens zu folgen. Und jetzt auch noch zu mir und wünsche einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss.